Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Guild Wars 2. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier gerade im Startergebiet der Silvari. Und ich möchte mir einmal kurz anschauen, was wir zum Stufenaufstieg bekommen haben. Wir sind nämlich jetzt schon Level 2. Und das ist am Anfang ja jetzt nicht so schwierig. Annehmen. Ja. Wir können uns hier direkt einfach mal einmal ein bisschen umsehen, weil wir brauchen ja erstmal Aufgaben und so, alle, die wir machen können. Und mein Ziel ist gerade hier hinten die Speerin. Ich glaube, diesmal habe ich den Mauscursor auch nicht versteckt. Also den dürftet ihr hier sehen, wenn ich hier schön einmal über den Bildschirm fahre. Ja, das Ziel ist also die Speerin. Genau. Und da vorne steht sie auch schon. Hui, verzeiht. Ich würde euch gern sprechen. Ja, mit dir wollte ich auch sprechen. Willkommen in Astoria. Wisset, dass ihr auf eurer Reise ins Unbekannte nicht allein seid. Sucht Rat bei denen, die sich hier niedergelassen haben, und helft ihnen in ihrer Zeit der Not. Ihr wählt den Weg, der vor euch liegt. Oh ja, wir wählen den Weg. Ja, hier wird uns also gerade mal einmal die Karte ein bisschen vorgestellt. Die Herzchen sind also alles kleine Aufgaben, die wir erledigen können. Die ploppen ja immer so schön auf, wenn wir durch die Gegend rennen. Und ich bin gespannt darauf, die Welt der Silvari kennenzulernen. Hier bin ich bis jetzt nämlich... Unterwegs werdet ihr fantastische Azura-Wegmarken finden, mit denen ihr, gegen eine kleine Gebühr, das Land schnell durchreisen könnt. Ich wollte sagen, dass ich in dieser Welt noch nicht gewesen bin. Als die gute Frau mich unterbrochen hat. Yes? So, ich wollte ja einmal gleich die Wegmarke holen, aber die haben wir schon. Huch. Ist ja schön. Vielleicht gen Osten? Expedition was? Normalerweise schon, aber da geht's direkt zu den Untoten. Bitte helft mir! Ja, fressen meinen wertvollen Baum! Da wollen wir doch direkt helfen. Ach, und guck mal, unser. Huch. Ist schon zu Ende. Das war ein schnelles Event, also das war grandios. Oh yeah. Das ist ein bisschen hübscher Baum. Mal, können wir sogar hochlaufen? Ne, hier jetzt nicht. Ach, meine Koordination, Leute, ist grandios. Oh, wir können hier doch hoch, oder nicht? Ja. Nein, der letzte Hüterlichtbaum wurde gefressen. Oh. Wir haben versagt. Aber die Wurzeln des Baums reichen tief. Vielleicht kann er sich mit etwas Hilfe erholen. Vielleicht. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, der Albtraum besitzt, ergreift ja Besitz von dieser schönen Welt hier. Diese schöne Natur. Natur ist die reinste Natur. Wer schießt denn da? Ach, die üben da alle. Okay. Ja, ich wollte mir jetzt erst einmal die Karte angucken, die uns ja gerade eben so schön vorgestellt wurde. Und es bietet sich ja an, dass wir direkt hier uns einmal mit der Quest beschäftigen. Und die schießen da im Hintergrund so schön rum. Zur Quest möchte ich. Weil als erstes müssen wir ja leveln, bevor wir hier... Ach Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Zur Heldin wollte ich. Genau. Da ist er auch schon. Ja, das ist nochmal einmal hier unser Charakter. Hui. Und Fertigkeiten und Eigenschaften. Ja, das ist die Standard-Heilungskraft. Unsere gelbe ist... Ja, das ist die... das Inventar vom allgemeinen, vom Account. Chronik, dem Traum folgen. Ich weiß gerade gar nicht, wir müssen ein bestimmtes Level erreichen, um eben mit unserer Hauptquest weitermachen zu können. Ich glaube aber, ich bin gerade... Das Gift des Albtraums ist aus dem Traum gewichen. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen... Ach, Stufe 10 brauchen wir. Okay, also bis zu Stufe 10 müssen wir jetzt ein bisschen hochleveln. Das kann ein paar Folgen dauern. Dann seid ihr schon mal drauf eingestellt. Und so, und hier oben rechts wird uns jetzt die Quest angezeigt. Tötet Termiten, hebt Termitenlarven aus und füttert Moas mit stacheligen Früchten. Okay,
Hütte mieten. Sowas hier? Ein Larvenschwanz? Ah, die können wir so ausgraben. Okay. Ah, und dann kommen die Termiten. So. Ich möchte einmal unseren Lindwurm-Odem verwenden, damit wir nämlich damit dann irgendwann unsere dritte Fähigkeit freigeschaltet haben. Was mich gerade auch ein wenig irritiert ist, wir haben ja eigentlich die Luft als Standardelement, sag ich mal. Alles hat ein Recht auf Leben. Aber keine Termiten. Als Gärtner muss ich mich bei diesen Termiten immer daran erinnern. Alles hat ein Recht auf Leben. Nein, Termiten nicht. Aber was ich sagen wollte, es wundert mich, dass wir jetzt Feuer ausgewählt haben. Das finde ich wirklich ein wenig irritierend. Aber das scheint so die das Anfangselement eben zu sein. Von daher. Oh. Kam mir keine Termite raus? Okay. Am Anfang sind unsere Gegner immer noch so niedlich und klein. Das wird jetzt auch nicht mehr lange so bleiben, sobald wir aus diesem Anfangsgebiet raus sind, kommen dann auch so ein paar größere. Wir sind ja auch erst Level 2, also wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen ja jetzt auch noch gar nicht auf die ganzen Plündern im Wirkungsbereich. Habe ich nicht automatisches Plündern? Da muss ich gerne mal drauf reingucken, dass ich das automatische Plündern aktiviert habe. Wundert mich nämlich gerade. Alles voller Termiten hier. Ja. So viel zum Thema Recht auf Leben. Ich meine, ist ja klar, aber die Pflanzen haben eben auch ein Recht auf Leben. Das ist, glaube ich, das Problem. Und die Pflanzen wollen wir eben vor den Termiten beschützen. Deswegen müssen die weg. Die doofen Termiten. Ein bisschen stumpfsinnig hier gerade, aber was haben wir denn gefunden? Ach, eine Sehenswürdigkeit. Dafür bekommt man nämlich eben auch. Kann ich dich füttern? Oh! Ich wollte den doch gar nicht treten. Oh, das tut mir leid. Warum habe ich den denn getreten? Das wollte ich nicht. Upsi. Ich dachte, ich würde ihn füttern. Ja, es passiert, wenn man die Taste schneller drückt, als was man liest. Das ist natürlich dumm. Aber der ist uns nicht sauer, oder? Nein, Moa, du bist uns nicht sauer, ne? Warum will man denn... Was bist du denn? Doch, du bist ein grüner Moa. Warum will man den denn treten? Ich wollte ihn nicht treten. Ach ja, hier ist ein Bauer. Ein Bauer, Fluss. Okay. Ach, hier ausgraben. Nehmen wir jetzt beide mit. Und dann dürfen wir die Quest eigentlich auch gleich schon voll haben. Dann können wir nämlich aus dem Gebiet heraus. Ach ja, ich entschuldige mich, falls man im Hintergrund das hektische Klicken hört. Das Ding ist eben dieses, ich bin eine totale Mausspielerin. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so dran gewöhnt, mit der Tastatur zu spielen. Das ist so ein bisschen... Ja. Lasst mich. Die Bauern haben mir erzählt, wie dankbar sie für eure Hilfe sind. Ihre Felder sind jetzt viel gesünder, da sich weniger Termiten auf ihnen tummeln. Als Hainhüterin muss auch ich euch meinen Dank aussprechen. Ihr habt uns allen einen großen Dienst erwiesen. Hainhüterin Delilah. Oh Gott, okay. Dankeschön. Freut mich immer, wenn wir helfen konnten. Immer wieder gerne. So, jetzt will ich aber auch langsam meinen eigenen Weg gehen hier. Was haben wir da oben? Da ist jetzt was aufgeploppt. Events in der Nähe. Auf die Karte gucken. Hier hinten ist nämlich, glaube ich, soweit erstmal alles dicht. Also hier unten dieser Streifen. Das heißt, wir können wirklich hier oben lang gehen.
Und da ist das Event in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen möchte. Ich gehe, glaube ich, erstmal hier diesen Weg lang und bastel mich hier so die Quests weiter rauf. Damit wir einfach so ein bisschen... geht's hier noch weiter? Ah, hier hinten geht's noch weiter. Guck mal. Aber das ist hier aufs Feld wieder rauf. Okay, doch. Nee, es geht doch nicht so wirklich weiter, oder? Doch. Doch hier. Da sieht man den Busch vor lauter Augen nicht. Nee, den Wald. Da sieht man den Busch vor lauter Augen nicht. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Nacht. Ja, das weiß ich auch. Ja, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So hieß es. Mensch. Leuchtkäfer. Leuchtkäfer, Leuchtmittel. Okay, ach komm. Machen wir mal mit. Erstmal das Ding ist weg. Komm, den Baum. Sammeln wir ein paar Leuchtkäfer-Leuchtmittel. So wie es aussieht, hat da noch keiner mitgemacht. Ich glaube, hier im Stadtgebiet. Ja, im Stadtgebiet halten sich gerade auch nicht so viele auf. Was ganz praktisch zum Leveln, wenn man eben. Und diese Events sind eigentlich ja dazu da, dass mehrere Leute eben zusammen was erreichen können. Gut, ich spiele jetzt auch, es ist eine Zeit, da sind nicht so viele Leute unterwegs. So, wo muss ich die Dachen denn hinbringen? Ich möchte mich ja beteiligen. Da vorne. Seid vorsichtig. Sprechen. Hier nehmt alle meine Leuchtmittel. Wow, ganze zwei. Nee, Lindwürmer möchte ich nicht. Ich möchte die Leuchtmittel. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Ich bin dabei, ich bin dabei. Das liegt wahrscheinlich alles zur Abschreckung des Albtraums. Komm her, Leuchtkäfer. Jetzt habe ich, glaube ich, dem gerade seinen Loot geklaut. Oh. Aber... beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob ich noch weiter. Das habe ich noch nicht so ausgetestet. Naja. Passiert. Letztendlich wollen wir alle das Gleiche und die Leuchtmittel sammeln. Aber ist echt schön, diese Welt. Ich mag das. Ich mag das. Seid vorsichtig. Ja, bin ich. Immer. Wie, immer noch nicht fertig? So langsam muss es doch mal reichen. Nehmen wir noch ein paar Lindwürmer mit. Gehen wir gleich auch schon mit einer nächsten Levelstufe hier rauf. Da hinten sind noch ein paar Leuchtkäfer. Die wurden aber gerade schon platt gemacht. Sind hier noch Leuchtkäfer? Nein. Dann nehmen wir den Lindwurm mit. Lindwurm. Schuppenlindwurm. Ich habe jetzt genug Leuchtmittel, um die Stadt erstrahlen zu lassen. Ach cool, aber okay. Nein, ich habe auch keine Leuchtmittel mehr. Ein Stück Wildfleisch. Gut, dann wollen wir mal weiter dem Weg folgen. Können wir auch hier direkt hochlaufen. Nein, du hast doch schon genügend Leuchtmittel. Ach, wir wollen mal kurz hier bleiben, weil das Event ist ja gleich zu Ende. Wir müssen wieder genau lang. Ach doch, hier sind wir richtig. Fortschritt ist der Weg zur Perfektion. Ja. Bringen wir die Lampen zum Leuchten. Okay, wieder ein Stufenaufstieg, yay! Eine Belohnung, ein Lederbeutel mit 4 Plätzen im Inventar. Jo, klingt gut. Klingt gut. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Da oben leuchtet auch schon so schön das nächste Herz auf der Karte. Genau zu dem sind wir jetzt unterwegs. Neues Event in der Nähe. Oh. Da mache ich mit. Ich wollte doch gerade gehen.
Wo ist denn der Albtraum? Ach, die Moskitos. Oh, okay. Die Moskitos müssen weg. Ja, Moskitos sind ganz böse. Das kann ich bestätigen. Die Viecher zerfressen einen. Oh Gott, da ist noch mehr. So. Wenn man schon mal hier ist, kann man diese Events auch mitnehmen. Dafür sind die immerhin da. Sind das hier oben auch Moskitos oder sind das Schmetterlinge? Ein bisschen verwirrend finde ich das schon. Ach, da unten ist noch ein Moskito. Da oben sind jetzt auch schon wieder welche. Und da ist das Event auch schon wieder vorbei. Ja gut, da haben wir hier fünf Bronze abgestaubt. Und ein paar Erfahrungspunkte. Da sagt man ja auch nicht nein. Aber jetzt wollen wir weiter zu unserer nächsten Aufgabe. Helft Gemal den Hainhütern von Wächterwäldchen beizustehen. Besiege Untote, repariere Gebietsmarkierungen, baut Befestigungen wieder auf und übt mit den Hainhütern. Und übt mit den Hainhütern vor Ort. Hainhütern. Hütern. So ein Hafer schluckt man gerne mal. Ja. Okay, okay. Aber erstmal möchte ich die Wegmarkierung mitnehmen hier. So, und jetzt? Wo sind denn hier Untote? Und baut Befestigungen wieder auf. Ich sehe nur leider überhaupt nichts. Das sind Dorfbewohner, da kann ich was verkaufen. Können wir mal eben gucken, ob ich schon was zum Verkaufen habe. Folgt eurem Traum. Ui. Wir können uns mal eben ausrüsten, so wie ich das sehe. Gegenstandssammlung, okay. Kann man auch alles nicht sammeln. Den können wir da reinschieben. Das können wir lagern, das Material. Wir haben einen neuen Dolch. Begleithand erfordert Stufe 7. Okay, das bringt uns also nichts. Und den? Haben wir denn gar keine Handschuhe? Vermutlich nicht, ne? Ausrüstung? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Jetzt haben wir welche. Schön. Verkaufen müssen wir auch nichts. Dann haben wir den wahrscheinlich bei einem der Stufenaufstiege erhalten gerade. Tja, das passiert, wenn man nicht so genau drauf achtet. Ja. Also es kann immer... Markierung erneuern. Ach so, okay. Hier können wir jemanden begrüßen. Das möchte ich aber gerade nicht. Mensch, die sehe ich gar nicht richtig. Ist sowas hier eine Markierung? So eine Lampe? Die sieht so ein bisschen zerfallen aus. Ja. Ach, dann wird es wieder grün. Okay, verstanden. Hainhüter Speer. Was wollen wir die trainieren? Ich habe mich im Kampf nie wohl gefühlt, doch ich muss mich meiner Flucht stellen. Möchtet ihr mit mir ein paar Übungskämpfe austragen? Gewiss doch. Macht euch bereit. Ich werde alles geben. Ich ebenfalls. Ja, wir würden uns jetzt auch verbeugen. Und auf geht's. Super. Schön. Möchtest du auch einen Übungskampf haben, ja? Bleibt wachsam. Ich kämpfe gerne mit euch. Erstmal verbeugen. Sehr geehrt. Hoppe dir gerne den Kopf ein. Das hat sicher wehgetan. Danke, lieber Char. Oder so ähnlich. Hätte ich aber auch noch alleine geschafft. Eine Dschungelspinne. Der Char kommt natürlich aus einem anderen Gebiet. Der ist dann natürlich schon weiter rumgekommen. Was ist das? Ziehen. Oh, ein Untoter. Oder ein
Tee? Da liegt einfach so eine Hand raus. Pizzastaub. Mhm. Interessant. Interessant. Ein Pizzastaub aus Untoten. Da haben wir noch einen. Und da hat noch wer. Oh, wo stehe ich? Ach so, okay. Aber das wundert mich gerade. Ich möchte noch mal eben kurz was gucken. Das durch? Das durch. Ach, das können wir doch schon ausrüsten, ja? Ach so. Ah. Okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Nur um, damit wir es eben auf die Begleithand ausrüsten können, müssten wir Stufe 7 haben. Aber im Moment haben wir es halt noch in der Haupthand. Nee, jetzt bin ich schon wieder aus dem Gebiet raus. Tu mal, das ist eine Hand. Eine Hand, die aus dem Boden ragt. Klar, wenn hier so Hände aus dem Boden ragen, dann ziehe ich auch immer dran. Immer. Aber gut, wir sind ja Helden, oder eine angehende Heldin. Eine angehende Heldin. Solche angehende Helden, die machen das natürlich. Die ziehen dann Händen, die aus dem Boden ragen. Eine Asura. Ist da noch eine Hand? Noch eine Hand. Zupackende Hand, okay. Ja gut, wenn mich diese Hand angreifen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch eher drauf treten, bevor ich sie umgehen würde. Gut, wir sind fertig. Es war großartig, euch kennenzulernen. Ihr wart eine große Hilfe. Astorea zu beschützen ist eine große Bürde für uns. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Gerne doch, gerne doch. Mal, ich kann auch gleich noch ein bisschen was mitnehmen. Ein Knochensplitter. Machen wir uns jetzt hier oben weiter auf den Weg? Ja, beziehungsweise wir können da auch dann erstmal da wieder runterlaufen. Und nehmen da unten dann nochmal eben die Quest mit. Da sind wir ja auch fast schon wieder ein Level höher. Ja, und auf dem Weg zur nächsten Quest machen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.